Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Hier an meiner Seite Salim Samatu. Und hier an meiner Seite Marvin Endres. Wie geht's dir geblieben? Komplett in die falsche Richtung. Hier an meiner Seite. Ich hab's versucht. Ah, du hast wirklich versucht. Wie geht's dir? Boah, was für eine turbulente Woche. So langsam Frühlingsanfang. Wir hatten Frühlingsanfang diese Woche. Frühlingsgefühle. Und ich finde, das Land hat, also ich hoffe, dass das Land jetzt wieder so ein bisschen zur Besinnung kommt, weil was da abgeht, ne, wie die sich fetzen von beiden Seiten. Ich habe was gelesen, mich totgelacht, 2 Tage nacheinander, der erste Tag, pass auf, Tag 1 lese ich so, Hotelchef erteilt grünen Hausverbot, weil er gesagt hat, er ist nicht bereit, dass Leute, wegen denen er hier kaum noch Strom und alles bezahlen kann, hier bei ihm quasi einziehen. Geil! Pass auf, und einen Tag später... Hausarzt wirft AfD-Politiker aus Patientenliste, weil er gesagt hat, er behandelt keine Rechten. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile sind wir auf einem Level, wo quasi die beiden Pole sich so richtig aggressiv bekämpfen. Das ist ja eigentlich gemacht für einen Bürgerkrieg oder sowas, glaubst du nicht? Erklär mir nochmal das mit dem Hotelchef. Na, der Hotelchef hat gesagt... Langsam, also ein grüner Politiker wollte in einem Hotel einchecken. Genau, grüne Politiker, grüne Sympathisanten, also jeder, der mit den Grünen zu tun hat. Wo ist das? In Nordrhein-Westfalen, Olsberg, im Sauerland. Zeigt grün die rote Karte. Platzverweis im Platzhirsch. Krass, Alter. Hier. Seine Begründung. Im Zuge der Abschaltung unserer Atomkraftwerke haben die Bundesgrünen ab sofort Grundstücks- und Lokalverbot im Platzhirsch. Wir sehen nicht ein, dass sich dieses Paradies, dass sich diese Paradies- und Stolpervögel auf unsere Kosten bei uns den Arsch wärmen dürfen. Das ist schon witzig, Alter. Er hat auch direkt drunter geschrieben, dass er nicht rechts ist oder so, sondern dass er einfach Existenzängste hat. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Wenn der Nebenkostenabrechnung sieht, der rastet ja jedes Mal aus. Also das ist schon richtig, aber das finde ich gut. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist gut, weil die sind ja grün. Da müssten sie ja auch eigentlich im Grün draußen übernachten. Dann werden die da von irgendwelchen Wölfen oder Obdachlosen da vernascht. Darauf hätte ich richtig Bock. So ein richtiger Grüner, der mit nichts mehr lebt. Können Wölfe eigentlich obdachlos sein? Eigentlich nicht, ne? Wölfe schon, wenn sie nicht im Rudel sind, dann gelten sie als obdachlos. Weil die jagen hier nur im Rudel und alleine sind sie komplett nutzlos aufgeschmissen. Wirklich, das ist aber geil. Sowas feiere ich übertrieben. Aber den Arzt, das ist krass. Dass er vom Eid des Hippokrates ablehnt, damit er auch den Rechten wegkickt. Das ist krass. Aber was diese Woche noch passiert, Alter, was alles abging, das war unfassbar. Was hat dich diese Woche am meisten bewegt? Boah, einiges wirklich jetzt. Ramadan ist jetzt schon in der zweiten Woche. Das ist auf jeden Fall toi 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 an alle, die noch mitmachen. Aber wie gesagt, das Wetter ist so angenehm. Ich weiß noch genau, vor ein paar Jahren, da ging es bis 22 Uhr, da war es im Hochsommer. Und jetzt ist es eigentlich voll human. Jetzt ist es super entspannt, so die nächsten 15 Jahre. Und dann den 15. Jahr, glaube ich, ist es wieder im Hochsommer. Aber so ist das. Das verschiebt sich immer, ne? Immer nach hinten zum Glück. Immer nach hinten. Und dann ist es erst im, ich glaube, 10, 15 Jahren ist es dann wieder im Hochsommer. Deswegen ist es super gechillt. Das ist nichts, wirklich ist gar nichts. Super, super entspannt. Und ich finde das halt richtig krass, was Zeit abgeht. Dass die jetzt in Europa haben die jetzt abgestimmt, die haben jetzt abgestimmt, dass die jetzt offiziell diese eingefrorenen russischen Gelder, machen ja die ganze Zeit die Amerikaner Druck. Also am Anfang des Krieges wurden ja Gelder eingefroren, ungefähr so 200 Milliarden oder so von den Russen, die hier noch liegen in den Konten. Und verzinst wurden die. Genau, die wurden verzinst. Und mit den Zinsen wollen sie jetzt, ich habe es auch mitbekommen, ich habe es im Deutschlandfunk, glaube ich, beim Autofahren gestern noch gehört, das ist richtig perfide, die haben quasi die Gelder der Oligarchen eingefroren, angelegt und von dem Zins, von den beschlagnahmten Milliarden und Abermilliarden wollen sie jetzt Waffen kaufen, um der Ukraine zu geben gegen Russland. Habe ich auch gehört. Vor allem das Geile ist, dass es nur Europa macht. USA macht das nämlich nicht. USA machen ja nichts davon. Also die USA sagen, bitte EU, mach das, aber wir machen es nicht. So, das ist dann halt sowas von genial, sodass diese Amis quasi doppelt diesen europäischen Kontinent vernichten wollen, wirtschaftlich, dass die jetzt sagen, ey, seht ihr, Enteignung ist da möglich. Bring your money to Uncle Sam. Und ihr seht, dass die sogar... Du meinst Grandpa Sam, das übertreibt man nicht. Grandpa, würde ich auch sagen. So ein alter Grandpa. Aber was hältst du davon, damit das mit den Zinsen? Bist du dafür? Sagst du, das ist ein gutes Zeichen oder sagst du, das ist kein gutes Zeichen? Ja, während Ramadan darf man das, glaube ich, eh nicht, weil Zinsen sind haram, dachte Todesharam, ich. Todesharam, sowieso. Das ist ja doppelt dann. Zinsen haram plus noch Krieg einsetzen. Nee, aber diese Kriegsdebatte im Bundestag, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, das war die krasseste oder eine der krassesten Auseinandersetzungen der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, wie Norbert Röttgen von der CDU sich mit Olaf Scholz angelegt hat. Hast du es gesehen? Die sich angeschrien haben. Unfassbar. Das war krank, oder? Ich war komplett sprachlos. Ich war komplett. Aber was hat wer wem vorgeworfen? Ne, der Röttgen wirft quasi dem Scholz abgekürzt das vor, was ich in der letzten Folge hatte. Dieses Chamberlain-Sein, dieses Ausweichen, ne, dieses keine Verantwortung übernehmen für die Ukraine und da mal ein bisschen aggressiver zu werden. Und der Scholz sagt,
Er kann nicht, basierend auf den Infos, die er hat, die wir alle haben. Übrigens, wer es nicht gehört hat, 2 Folgen zurück auf Spotify haben wir das komplette geleakte Telefonat hier von diesen Bundeswehrleuten. Hört euch das gerne noch an, bevor es irgendwann gesperrt ist. Und das Krasse ist ja, dass der Scholz zum ersten Mal, das habe ich letzte Folge schon gesagt, so ein bisschen, glaube ich, aus der Mitte der Gesellschaft heraus mal eine vernünftige Entscheidung trifft, nämlich nicht permanent Leute zu killen, sondern vielleicht mal dieses Kriegsding so ein bisschen zu lockern. Und das Witzige ist, dass der Fraktionschef, der Rolf Mützenich, ja gesagt hat, den Krieg einfrieren. Und er wird gerade komplett zerrissen von allen Seiten, weil er vorgeschlagen hat, den Krieg einzufrieren. Was bedeutet Krieg einfrieren? Der Krieg einfrieren würde bedeuten, dass man so eine Art vorübergehenden Waffenstillstand so über Ostern, Ramadan, was auch immer man feiert, zu sagen, hey, wir machen das erstmal locker. Keine Seite gibt auf, sondern wir gehen quasi in diplomatische Verhandlungen, anstatt dass wir uns weiter töten. Weißt du? Da sagen halt die Kritiker, das hilft natürlich Putin, den Krieg einzufrieren. Guck mal, das ist dann so, wir sind beide keine Kriegsstrategen, die wissen, wem das jetzt mehr hilft. Aber ich glaube, wenn Menschen nicht sterben, ist das doch per se immer der richtige Ansatz. Weißt du? Irgendwo Gandhi gerade vom Jenseits sagt: Good said, brother, good said. I'm very proud of you, brother. Nobody dies. Und vor allem ist auch witzig, egal was passiert, es hilft irgendwie immer Putin. Es ist egal, was passiert. Putin ist wie Dito. Egal, was genau passiert, es hilft immer, egal, was du machst. Wir schicken jetzt Waffen. Das hilft Putin. Wir schicken keinen. Das hilft auch Putin. Okay, wir machen einfach nichts. Das hilft auch. Also egal was, Putin kann anscheinend alles verwerten. Der ist wirklich wie Ronaldo. Egal, welche Flanke du ihm gibst, der kann es immer verwerten. Das hilft Putin. Der kommt tief. Das hilft Putin. Putin aber ist der Kopfballstein. Das liegt auch an dem Wort, weißt du, put in. Weißt du, wenn der Ball kommt, Feierabend. Er kann alles put in. Give me, I put in. Egal, was passiert, alles hilft ihm. Und er hat jetzt auch die Wahl gewonnen. Wirklich krass. Mit 87% der Stimmen hat er jetzt wieder, wurde er wieder gewählt. Die Wahl gewonnen. Ja, er hat gewonnen. Das ist so krass. Er hat's richtig gut gewonnen. Ey, das war wirklich eine tolle Wahl. Alter, es war wirklich wie so eine, es war wie ein so Stromberg-Folge, wie sie so die Nachrichten zeigen. Die ganzen Kameras wurden abmontiert und hier vorne sehen wir die Wahlhelfer. Und die wurden dann so eine Ecke versteckt aus einer kleinen Bank. Die Wahlbeobachter von den Vereinten Nationen, die sitzen einfach auf so einer Bank in der Ecke. Unglaublich. Weil er quasi sagt, wir sind keine Diktatur. Wir lassen Wahlbeobachter rein. Siehst du da hinten? Kleine Schrank, durchgehen durch Schrank, Narnia, kleine Bank. Die haben da gesessen, die haben gar nichts gesehen. Unglaublich, unfassbar. Ich habe es wirklich richtig gefeiert. Also ich konnte es da überhaupt nicht fassen. Das war richtig geil. Ich finde es so witzig, wie er einfach diesen, also das ist ja nicht wie in, ist ja nicht wie in Nordkorea oder so, wo alles so beschönigt wird und das Volk wirklich so Einheitsding alles, sondern es ist ja Rock'n'Roll da und trotzdem gibt er den Leuten dieses Bild, alles ist gut. Und die meisten glauben das sogar. Das finde ich so krass. Dass alle glauben, dass alles köstlich ist. Verstehst du? Ja. Er hat sein Land gut im Griff, will ich damit sagen. Ja, plus das ist ja in was man gar nicht denken würde. Weil bei uns in den Medien denkt man, ja, die Russen müssen das doch mitkriegen. Aber in den russischen Medien, der hat das. Also, wenn du quasi Diktatur einmal eins, Medien einmal eins, ist mal ganz diabolisch, satirisch, Weltklasse vielleicht sogar. Ja. Wie er es schafft, dass die Leute immer noch feiern. Ja, plus ist ja einfach, dass die den feiern. Also du guckst ja Nebenkostenabrechnung, top, Lebensmittelpreise, top. Und alles, was da, das ist ja das, die haben ja die umgedrehte Inflation. Bei uns ist die Inflation da, wo du nicht ausweichen kannst. Du wirst ja bei lebendigem Leibe verbrannt. Bei uns ist ja Energie wird teuer, Lebensmittel werden teurer. So keiner kann ausweichen. Verstehst? Es gibt kein Substitutionsgut für Energie. Entweder Glühlampe an oder Höhlensteinzeitmenschen, du musst deine Cousine vergewaltigen. Es gibt ja nichts dazwischen. Es gibt ja nur das an Zivilisation, Höhlenmensch, Keule, Nachbar zusammenschlagen, Kannibalismus. Das heißt, wenn Energie teuer wird, ist das halt so ein Domino-Day für alles und Zivilisationskollaps. Verstehst du? Ja. Und in Russland ist das so, dass nur die importierten Luxusgüter teurer sind. Das heißt, der Russe, Energie billig, Essen billig. Wenn er jetzt auf einmal Kinderschokolade von Ferrero will, dann ist teuer, weil es importiert. Und dann sagt er, kein Problem, ich hole nicht Kinderschokolade, ich hole Kiczynski-Schokoladle. Diese, kein Problem. Schmeckt ein bisschen wie Atompilz, aber Schokolade gesund. So, und Rolex ist teuer. Ich bin immer noch auf nüchtern Magen heute. Ich habe richtig Bock jetzt auf Kiczynski-Schokoladle. Ich auch, ich will alles nehmen. Also ich habe es ja gesehen. Also der Tucker Carlson hat so richtig geil gezeigt. Der war da im Supermarkt, da hat man sich das angeguckt. Und ich kenne noch ein paar, die da leben. Die zeigen mir das nämlich so. Ey, zeig mir bitte die Dings, die Kameras. Und da sehen die sanktionierten Dinger sind halt ein bisschen teurer. Aber es ist ja so einfach. Das ist ja das, was die Leute leider nicht verstehen. Es ist so einfach, diese Sanktionen zu umgehen. Also es ist ja super easy, weil Russland ist das größte Land der Welt und alle Länder drumherum sind nicht sanktioniert.
Kasachstanisch sanktioniert, Tadschikistanisch sanktioniert. Da sind ja noch, die Präsidenten sind ja noch Putins Cousin, die haben sich ja zusammen bei KGB, Sowjetzeit, man jetzt. Medvedev und so, das war ja zwischendrin, war der ja sogar der Cousin, der Präsident. Richtig, aber ich meine, das heißt, wenn du die Sanktionen umgehen willst, eine Firma von Deutschland darf nicht nach Russland verkaufen, aber die dürfen nach Georgien verkaufen. Verkaufen die nach Georgien und bringen dann mit dem Truck das rüber. Oder mit Taurus einfach. Richtig, wenn Deutschland zum Beispiel sanktioniert wäre, dann wären die ja für immer am Arsch. Weil die sind ja, weil die sind nicht so flexibel, die können nicht dann in jedes Land rein, aber Russland, super easy. Und denk dran, am Ende des Tages, wenn der Rubel rollt, machst du alles. Du musst einfach mal rechnen, Gabriel. Du sitzt hier, irgendwie eine Werbeanfrage von Moskau. Hallo, wir hätten gerne Werbung für unsere Teppich machen. Nein, ich kann das nicht tun wegen den Sanktionen. Okay, bis diet, wir geben dir 2 Millionen für Werbekampagne. Dann würdest du mich ja direkt anrufen. Ey, dein Cousin ist ja noch in Georgien. Kannst du den bitte eine GmbH aufmachen lassen, dass wir den Vertrag mit dem machen und wir beliefern die georgische Firma und dann können wir so die 2 Millionen einheimsen. Alles klar, Gabriel. Und damit zu unserem Werbepartner der Woche. Diese Folge wird präsentiert von Kachiki Chocolatla. Digga, jetzt habe ich sogar selber nicht kommen sehen, Alter. Das war stark. Boah, das war todeswitzig. Mit dem Rabattcode PAKARAJMAKAJAKAJA bekommt ihr 5% auf alle Kaczynski-Chokoladlas. Genießt sie. Wie gesagt, die Zunge ist taub ein bisschen für 3 Wochen, aber das ist dann gut, wenn man danach Sachen abschlabbern muss, die man nicht abschlabbern will. Boah, das habe ich selber nicht kommen sehen. Todeswitzig, Mann. Boah, diese Folge wird präsentiert von Ich dachte wirklich, du wolltest CyberGhost VPN einleiten. Aber das ist dann diesen Kaczynski. Nein, wir haben diese Woche was ganz Leckeres. Erzählen wir später noch. Boah, ich bin gestorben, Alter. Das ist viel zu witzig, Alter. Boah, ich sterbe. Nein, das ist wirklich geil. Du hast schon recht, der Scholz, ich feiere den, Alter. Der ist wirklich grandios. Der muss da stark bleiben, der arme Bursche. Ich hoffe es. Das Einzige, was mich halt schockiert ist, dass komplett nicht, das ist halt bitter, dass das Volk nicht sofort repräsentativ gemacht werden kann. Dass es so keine Volksabstimmung wie in der Schweiz gibt, leider. Das heißt, man hat diese Bundeswehr, man hat diese Bundestagsabgeordneten, viele von denen sind ja handverlesene Lobbyisten und die brüllen dann da rum und dann sagen, ja, ich wurde gewählt. In der Schweiz würde man einmal machen. Nicht nur handverlesene Lobbyisten, sondern teilweise sogar im Wahlprogramm der Partei sind ja sogar Sachen drin. Verstehst du? Richtig, die für die Lobby nur sind. Nee, ich würde nicht mal sagen für die Lobby, sondern dass du brauchst gar nicht so viel Lobby, wenn du quasi Ideologie hast, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du? Verstehst du? Wenn, also du brauchst ja nicht von, was ist jetzt eine neue Form, wie heißen diese was jeder zu Hause sich holt, statt eine Ölheizung, wie heißen diese Fick-Dinger? Wärmepumpe. So. Ja. Du brauchst ja nicht mal einen Wärmepumpen-Lobbyist, wenn du quasi von Natur aus schon auf diesem Trip bist. Ich meine, die Grünen kommen ja der Atomkraft, nein, danke, was ja per se stimmt, wenn man Störfälle und meinetwegen Endlager, zwei negative Komponenten, die man aber, glaube ich, in einer Hochtechnologiegesellschaft im Griff haben kann, betrachtet. Aber wenn man alles andere sieht und den wirtschaftlichen Nachteil und so, dann steht die Ideologie da der Wirtschaft im Weg. Und so ist es ja bei vielen Dingen, die Grünen machen. Weißt du? Und deswegen, ich glaube, dass die Grünen mit einer der Hauptgründe sind, warum die AfD so stark ist, weil die Leute verzweifelt sind. Die wissen gar nicht mehr, was sie sonst machen sollen, außer aus Protest zu sagen, was ist das Gegenteil von euch? Das sind die. Und deswegen gehen sie halt dahin. So, weißt du? Und deswegen hast du ja auch gerade diese beiden Pole, Alter, die fetzen sich ja komplett von allen Seiten. So, und nicht jeder, der grün wählt, ist per se ein verblendeter ideologischer Umweltretter, wo Umweltschutz über allem steht, glaube ich, sondern viele sind auch nur Sympathisanten. Und genauso ist es bei der AfD. Nicht jeder, der bei der AfD ist, war mit Himmler im Kindergarten. Weißt du, schon viele, so, Gauland zum Beispiel, war, glaube ich, sein Cousin. Aber das sind ja auch viele, die einfach vorher CDU gewählt haben, die jetzt sagen, ja, die CDU ist uns nicht mehr konservativ genug. Wir müssen jetzt eins weiter rüberrutschen. Ja, vor allem. Und genau da geht ja jetzt dieser, wie heißt nochmal dieser Verbrecher hier vom Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, macht jetzt diese Werteunion noch zwischen. Für die Leute, denen AfD zu rechts ist, hat er jetzt eine Partei dazwischen gegründet. Vor allem CDU ist ja mittlerweile, wenn man so diese Kriegsforderungen und sowas hört, die sind ja fast schon zu konservativ. Also konservativ ist ja eher für den Politiker, der so alte Werte festhalten will, Schule, traditionelle Finanzen, aber die CDU. Richtig, aber diese CDU jetzt ist ja viel zu konservativ. Die gehen ja ins Jahr 1941 zurück mit diesem Konservativnis. Dass die sagen, Russland ist unser Feind, wir müssen angreifen und die Rote Armee vernichten, schlagen. Und dann sind so die Wähler sind so, ey Bro, dafür bin ich nicht gewählt, du Pisser. Wir waren dafür da, dass fucking CDU, wofür stehen die überhaupt? Ich weiß es nicht mal mehr. CDU steht für chinesische Damenunterwäsche. Das habe ich mir auch gedacht. Kennst du das nicht? Früher am Schulhof immer? CDU war chinesische Damenunterwäsche, SPD war Schröder Piss daneben,
Damals war Schröder noch Bundeskanzler. Gab es das bei euch im Schulhof nicht in Bad Kreuznach? Was gab es da? Bei uns war Schröder Piss daneben, kann ich mich erinnern. SPD, Schröder. Wofür stand CDU? Chinesische Damenunterwäsche. Krasse Scheiße. Ja, das würde man bei Schröder würde man das checken. Ich glaube, die passen zusammen. Schröder pisst daneben, weil ihm die chinesische Damenunterwäsche von seiner Frau fehlt. So, das würde ich sagen, das ist so passt. AfD gab es damals noch nicht. Das wäre ansonsten wahrscheinlich Adi fliegt. Adi fick dich oder so. Adi fick dich. Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist schon richtig heftig gerade zur Zeit. Das ist sehr richtig heftig, weil vor allem sieht man dann halt überall das. Adi fick Deutschland. Vielleicht. Vor allem war ich in Italien jetzt. Wann war ich da? Ich glaube, letzte Woche war ich in Mailand. Und ich weiß nicht, was das ist, Leute. Wenn ihr mal auf jeden Fall da bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe da wirklich abends Pizza gegessen und Pasta. Und ich habe da mehrmals davon gehört, aber ich habe es nie wirklich glauben können. Aber jetzt habe ich es wirklich als bewiesen. Normalerweise ist es ja in Deutschland so, wenn du Pizza isst oder Pasta, dann hast du dann noch immer so nuklearen Fallout in deinem Magen. Du bist aufgebläht, tot, suizidal. Du willst so direkt sofort irgendwie die Ukraine annektieren. Aber wenn du in Italien Pizza isst, ist das so, wie wenn du hier Gurken isst. Also man hat weder das aufgeblähte Gefühl, noch ist man danach so vollgefressen. Ist das glutenfrei oder was? Ich weiß es nicht, das versuche ich herauszufinden. Weil in Italien, Mailand, dieser Teig. Warst du in Mailand, Alter? Letzte Woche, wann war das? Letzte Woche, Donnerstag, war ich dort und habe mir das angeguckt, diese Riesen. Also Italien ist einfach so eine wunderschöne Stadt und alles. Also allgemein, Italien ist so ein geiles Land und jetzt vor allem geht es denen auch richtig gut, weil das ist krass, deren Staatsanleihen haben die knappeste, die sind fast gleich auf mit den deutschen Staatsanleihen, weil seitdem Meloni übernommen hat, steigt ja dieses Wirtschaftswachstum richtig krass, während das bei uns ja abcrackt. Und Javier Milei übrigens auch. Weißt du noch die Folge, bevor er übernommen hat? Ja. Yeah. Da habe ich ja gesagt, dass der komplett alles abrasieren wird und jetzt ist er komplett am Abrasieren. Der baut die Schulden ab, Wirtschaftswachstum höher. Mit welchem Mittel? Turbo-Kapitalismus quasi. Ja, genau, indem er einfach diese ganzen, was halt unnötig ist, alles wegballert und einfach den Unternehmern wieder ihr Unternehmertum zurückgibt. Und ich habe gesagt, Argentinien ist so overpowered, dass die eigentlich einfach nur weniger Staat brauchen und der macht das gerade. Aber in Italien ist es schon voll warm gewesen jetzt, oder? Übertrieben warm. Was ist da gemacht, gerade so was Thema Hydration und so angeht? Nein, das ging, weil ich hatte ja zum Glück unseren Werbepartner der Woche dabei. Holy! Vitamin X, Werbung. Hydration ist sehr wichtig geblieben, das weißt du mehr als jeder andere, denn es reicht nicht einfach nur Wasser zu trinken, sondern wichtig sind die Elektrolyte und Mineralien, die dafür sorgen, dass dein Wasser nicht nur um die Zellen herumkreist, sondern in die Zelle reingeht. Du brauchst eine perfekte Balance zwischen intrazellulärem Wasser und extrazellulärem Wasser. Und dafür brauchst du Elektrolyte. Das Problem ist aber, Gabriel, dass wenn man schwitzt, fastet und so weiter, sehr viele Elektrolyte verloren gehen. Und deswegen ist es mir wichtig, diese Elektrolyte wieder aufzuladen, um so eine optimale Hydration zu ermöglichen. Und dabei hilft mir Holy tatsächlich, weil die haben Hydration Drinks mit tollen Geschmäckern, die auch richtig elektrolytenreich angereichert sind. Vor allem ist da auch Kokoswasser drin, was halt der perfekte Elektrolytenspender ist. Und ich liebe es jeden Tag. Aber es gibt nicht nur Leute, die ihre Hydration optimieren wollen, sondern es gibt auch Leute, die eine andere Alternative zu Energy Drinks haben wollen. Ja, bei mir zum Beispiel, ne? Also Energy Drinks habe ich eh schon vor Jahren abgeschworen, weil ich da immer so hibbelig von werde. Kaffee, finde ich, kann man machen. Muss man aber auch keine 1000 von trinken. Und was ich hier geil finde, gerade bei diesen Energies, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier den Pump Grade Piranha nehme, ich finde, der sieht auch ein bisschen aus, vielleicht können wir dir mal kurz zeigen, wie ist der Lieben auf den ersten Blick. Deswegen ist er mir persönlich auch sehr sympathisch. Und das ist bei mir, ich weiß nicht, wie ich es wissenschaftlich beschreiben soll, aber ich kann das Gefühl vielleicht beschreiben und du sagst mir, woran das liegt. Das kommt nicht so, das klatsche ich nicht so weg. Du bist nicht so hibbelig. Ich trinke das, ich bin tiefenentspannt. Und ich glaube, das nennt man irgendwie Neokoffein oder so. Kann das sein? Richtig, ganz genau. Das ist eine ganz natürliche Form, dieses Neokoffein, vom Fake-Koffein, was die meisten Energy-Drinks haben, was dann einen so hebelig macht. Man crackt ab, man fängt auf einmal an, die grün zu wählen. Sowas, diese ganz normalen Nebenwirkungen, die so dieses Crack-Koffein hat. Aber so, mit dem Neokoffein spürst du ja, du hast eine ausgeglichene, tolle Energiefunktion, man ist wach. Und für das ganze Büro lassen wir immer Eistee stehen, weil die verschleudern normalerweise Unmengen von Cash. Ja, und so Softdrinks vor allem. Genau, Softdrinks. Oben werden immer wieder diese Softdrinks vernichtet. Und dann auf einmal kommen die am nächsten Tag mit Insulin wieder rein, weil die den Diabetes haben. Deswegen hier der Holy Eistee, zuckerfrei, absolut gesunde Alternative zum herkömmlichen Eistee. Und wenn Leute das jetzt probieren wollen, haben wir ein ganz besonderes Angebot für sie. Schnappt euch jetzt das Starter Set Deluxe. Ja, Salim hat es gerade gesagt, im Starter Set Deluxe, ihr seht das hier vorne auch nochmal, da habt ihr Folgendes drin. Einmal Holy Energy, 14 Stück.
Holy Iced Tea 14 Stück und Holy Hydration 15er Probierbox und einen von diesen freshen Shakern hier. Da tut ihr das Ganze rein, wenn kein Ramadan ist natürlich, ne, zu lieben, Fasten während Ramadan trinken wir natürlich nicht, können wir es heute nicht vormachen, aber ihr könnt zu Hause bestellen, abends, Wasser rein, Pulver rein, shaken, trinken und dehydriert bleiben, oder nicht? Hydriert bleiben, nicht dehydriert. Dehydriert ist stimmt, wenn du Durst willst. Nein, wenn ihr dehydriert seid, könnt dann ihr trinken. Dann trinken. Genau, ich habe es gerade schon zusammengefasst, dieses fresche Package, was ihr hier seht. Und ihr kriegt das mit dem Code Vitamin 5, 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung beim Starter Set Deluxe. Und der Link, den habt ihr hier in den Shownotes bei Spotify, YouTube, allen anderen Audioplattformen. Das ist weareholy.com/vitaminx, auch nochmal hier unten eingeblendet, in den Shownotes bei Spotify. Einfach aufklappen, Link klicken und dann gibt ihr den Code Vitamin 5, tippt ihr ein, da wo das X ist, eine 5 hin und dann könnt ihr abstauben. Sonst noch was geblieben. Viel Spaß mit dem Rest der Folge. Zeigt ihn. Okay. Vitamin X, Werbung, Ende. Ja, die ist so toll eingeleitet, die Werbung. Deswegen leite ich sie jetzt toll aus. Zurück nach Italien. Warum schmeckt die Pizza nach Gurken? Das checke ich immer noch nicht. Ist da kein Gluten? Oder? Ich habe es auch nicht verstanden. Irgendwas machen die geiler dort. Weil dort, ich habe das gegessen und ich war schon so bereit, TNT zu schlucken. Aber dann auf einmal habe ich es nicht gebraucht. Weil dann war ich so, was ist das? Und auf einmal, du spürst nicht mal so, als hättest du was gegessen. So, und dann hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, ich habe halt mit den Italienern geredet. Ich so, ey Bro, woran liegt das, dass ihr hier habt ihr so anderen Teig, habt ihr Gluten, was genau benutzt ihr? Und seine Antwort war sehr interessant. Der war so, Paracasiti, Cafito, Carcamata. Ich so, fuck, ich muss direkt Bubble runterladen, damit ich das verstehe nochmal. Und dann war ich so, hab's nicht verstanden. Weil danach gehst du halt rüber in die Schweiz und Schweiz ist halt richtig faszinierend. Weil Schweiz hat ja diese Grenzgebiete zu den Ländern, reden auch nur die Sprache. Das heißt, wenn du in Genf und sowas bist, reden die nur Französisch. Unten in Tessin, Lugano reden die nur Italienisch und alles andere oben drüber redet halt Deutsch. Und das ist halt, das beweist halt diese perfekte, neutrale Art, dass sogar die Grenzländer einfach, du nicht mal merkst, dass du im Land bist. Das heißt, so haben die sich, glaube ich, immer vor Invasionen geschützt. Das heißt, wenn Italien angegriffen hat, haben die nie gecheckt, wann die genau in der Schweiz sind. Und dadurch, dass die an der Grenze auch Italienisch reden, die so, Mamma mia, du bist Italien, Schweiz, diese Richtung. Und dann gehen die wieder zurück und so haben die sich immer vor Invasionen, glaube ich, geschützt. Weil unten ist heftig. Du kommst halt rein in die Schweiz, dass du das gigantische Gebirge, fährst du durch den Tunnel, aber jeder in der Schweiz. Aber das ist ja an der Grenze zu. Die Schweizer sind so clever, dass sie das mit ihrem Dialekt auch über die deutsche Grenze gespreadet haben. Wenn du mal so Christian Streich von Freiburg hörst, ist ja auch mal, ja, der Christian Günther. Also wenn der, die da unten, also die Freiburger, so bis Freiburg würde ich sagen, also am Bodensee die Region, die reden ja auch noch so ein bisschen leicht Schweizer Einklang. Dass du merkst ja auch nicht, ob du in, weiß ich nicht, in Konstanz oder in Kreuzlingen bist. Die reden ja gleich. Weißt du, was ich meine? Genau gleich. Ja. Das ist unglaublich. Ja, die Schweizer haben es clever gemacht, dass sie einfach das überlappen lassen in alle Richtungen. Und andersrum, die lassen die fremden Dialekte rein und wieder raus. Das ist unglaublich. Am witzigsten sind auch die Steuerberater dort, weil hier in Deutschland ist es ja zumindest so, jeder Steuerberater weiß ungefähr dasselbe, weil egal, wo du in Deutschland bist, ist quasi dieselbe Steuerkunst. Aber in der Schweiz gibt es ja pro Straße anders, weil es ist nicht nur, weil pro Gemeinde haben ihren eigenen Steuersatz. Das heißt, wenn du einen Steuerberater suchst und du suchst den, der dann so, grüezi, ich bin Steuerberater, spezialisiert auf diese Gemeinschaft hier, diese Straße. Und wenn du die Straße wechselst, kann er dir schon nicht mehr weiterhelfen, weil du da einen anderen Steuerberater brauchst. Nee, die größte Steueroase aller Zeiten. Nein, nicht Steueroase, es kommt darauf an, wo du lebst. Wenn du in Zürich wohnst, keine Oase. Wenn du in der Schweiz lebst, aber das Geile, was die da haben, ist halt die Vermögensteuer. Das heißt, wenn du dort hast, übertrieben viel Vermögen hast, besteuern die dich mit, glaube ich, 3 Promille jedes Jahr von deinem Vermögen. Und wenn dein Vermögen wächst, tust du nicht dieses Vermögen versteuern, sondern nur das, was du als Extra dann gemacht hast. Es ist unfassbar kompliziert. Du brauchst auf jeden Fall so schwarzen Gürtel da drin, bevor man da so ein Shit überhaupt versteht. Aber es ist schon richtig, richtig faszinierend. Vor allem USA zurzeit. Allen geht es irgendwie besser, außer bei uns, Alter. Bei uns Hiroshima. Wenn du die Nebenkosten anguckst, ich verstehe nicht, wie sich das halten kann, Alter. Ich kann es echt nicht verstehen. Aber das größte Mysterium ist auf jeden Fall Italien. Wirklich Italien, wer mir das erklären kann, warum das Gluten da nicht so reinhaut wie in Deutschland, bitte in die Kommentare. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare. Schickt uns auch mal gute Adressen, falls es irgendwo eine gute Pizzeria in Deutschland gibt, die italienisch schmeckt und nicht nur nach Gurke alles. Ja, es ist unglaublich. Ich bin wirklich komplett sprachlos. Und da war ich halt dort und da war ich halt auch in Luxemburg. Und wenn man das einfach anguckt, halt. Boah, Luxemburg ist genauso fresh wie die Schweiz. Das ist so ein kranker Ort. Das ist unfassbar, ne? Man kann es gar nicht glauben, dass es direkt neben Deutschland ist. Jetzt im Frühling, wenn ihr jetzt mal, oh, besser geht nicht dahin, weil das ist das so, wobei ihr seid fresche Leute, wie die X-Fans. Geht mal dahin. Und wenn du Luxemburg reinfährst, du denkst wirklich, du bist so Disneyland oder so, weil diese ganze Stadt ist einfach eine riesen ehemalige Burganlage. Dann diese Dinger da unten. Alter, das ist so krank.
U-Bahn, S-Bahn, alles umsonst. Kannst einfach rumfahren. Alles. Also Luxemburg ist wirklich die Zukunft, Alter. Das ist unfassbar. Ich hab's halt gesehen. eBay, PayPal, alle dort. Das ist wirklich ein wunderschönes Amazon sitzt Land. Auch da, Starbucks. Aber alle sind einfach dort, weil du kannst mit dem Fürst persönlich deinen Steuersatz verhandeln, wenn du groß genug Volumen hast. Was ja auch Sinn macht. Wenn du ein richer Typ bist, sagst, hey, Gabriels, ihr habt 10% Steuersatz, aber schaut mal, ich mach 500 Milliarden, gib mir dafür 1%. Im Prinzip kriegst du dasselbe und kannst damit die ganze U-Bahn gratis finanzieren. Ja, das können wir machen. Das ist kein Problem. Gehen dazu wir das. Die reden tatsächlich so. Oh, das schaffen wir nicht. Das lohnt sich nicht mehr. Ich bin direkt an der Grenze aufgewachsen. Das ist so eine Mischung aus Saarländisch, Französisch und Richness. Einfach nur Richness ist das. Das ist jedes Mal, weil dieses ganze Geld zieht die Stimmbänder runter. Und dann sind die, oh, natürlich können wir das tun. Und das Geile ist, die müssen nie was von der EU umsetzen. Das Geile ist bei denen überall anders bei uns in Deutschland, wenn die EU etwas verabschiedet, dann wird das durchgesetzt bis auf das letzte Komma. Haben wir das totale Gesetz? Und in Luxemburg ist so, ja, das würden wir gerne zur Beratung, würden wir das weiterziehen. Wo ist hier die EU-Gesetz? Kein Problem, wir brauchen ja noch einen Grillanzünder. So nach 20 Jahren. Ja, der Juncker, das war auch so krank. Also so, das muss man sich so vorstellen, dass der Juncker EU-Präsident war, als würde quasi Merkel jetzt das machen. Der war ja vorher Luxemburger Chef und ist dann einfach EU-Chef geworden. Wo er zu alt für Luxemburg war, hat er sich gedacht, jetzt gehe ich mal noch 2 Legislaturperioden, ist ja Vorgänger von der Leyen gewesen, dahin und guckt, dass ich noch so lange, wie ich lebe, blockiere, dass die den Luxemburgern irgendwas wegnehmen. Legendär. Hat er auch bis jetzt geschafft. Der hat immer so, ist unfassbar, der Typ. Der hat da so gesagt, die Luxemburger haben 8 Jahre Zeit, um das in die Tat umzusetzen, aber im 9. Jahr wird es nochmal erneuert. Das heißt, du hast ein legendäres Foto mit Jean-Claude Juncker, das müssen wir hier einblenden. Damals, wo er Wahlkampf gemacht hat in Saarlouis, Alter, hier. Legende. Das ist wirklich unfassbar. Also ich liebe es einfach drumherum, die ganzen Länder sind halt so sexy. Ich verstehe es halt nicht. Das ist halt einfach so krass, dass die das. Aber wie gesagt, das kann echt nur Sinn machen, wenn man da wirklich. Wie gesagt, ich bleib dabei. Bustamante, I hope you take my invitation, because we have to talk again. Weil ich habe ihn das letzte Mal gefragt, ich so, Bro, diese Grünen, sind die von euch eingesetzt in die CIA? Und der so, I cannot comment on that. Und dann hat er das erklärt mit der Band. Der hat gesagt, manchmal finden sich in der Politik solche Schimpansen, da müssen wir gar nichts machen. Wir geben denen einfach nur mehr Stimmen. Und wenn diese Schimpansen dann gewählt werden, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Du siehst nur, wie sie selber das Schiff gegen das Eisberg fahren. Und ich glaube echt, dass der Scholz unsere letzte Bastion. Weil er hat halt alles miterlebt. Diese Grünen sind, ich verstehe auch nicht, warum die Grünen die wichtigsten Ämter haben. Es ist doch normalerweise so bei Koalition, SPD, warum haben die nur den Kanzler und Außenminister und Wirtschaft? Haben die Grünen? Nee, die haben Sozial, Hubertus Heil, die haben Verteidigung, wo erst diese Lamprecht war und dann Pistorius kam. Die haben Gesundheit, der Karl Lauterbach, Virusvarianten. Ja, aber Wirtschaft und Außen ist der Wichtigste. Das ist halt Javi. Während Corona war, Virusvarianten, das war tatsächlich, weil Lauterbach, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo quasi die Neuwahlen waren, da war ja vorher Spahn unter Merkel, Wechsel kam ja während Corona und damals war Putin nicht absehbar. Das heißt, wenn du quasi drauf gewettet hättest, heute würde der denken, fuck, Alter, ich hätte damals schon andere Sachen machen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es ja sowas wie Wirtschaft nicht. Es war ja alles nur Subventionen und quasi, es gab ja damals keine Wirtschaft. Es war doch alles zu, kannst du dich erinnern? Die haben doch alle nur Hilfen gekriegt. Wir haben doch die Wirtschaft erst gefickt mit Subventionen, was natürlich die Symptome bekämpft hat, aber die Ursache immer schlimmer gemacht hat, weil du es vor dir herschiebst. Und jetzt haben die tatsächlich eigentlich nur noch so Crack-Ministerien, die man heute zu dem Zeitpunkt, bringen die nicht viel. Weil was willst du mit Gesundheit, wenn der Tod die beste Alternative ist? Das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Vor allem die Navy ist jetzt wichtiger als die zuvor, diese, wie nennt sich das, Marine. Und das ist halt unfassbar, also bei der Ukraine, ich verstehe nicht, wie das überhaupt sein kann. Russland hat, glaube ich, ein Viertel ihrer Schiffe verloren gegen ein Land, was nicht mal eine Marine hat. So, das ist unfassbar, weil das halt so ein. Weil du weißt ja, dass Russland hat ja sozusagen das Vier-Länder-Problem. Also wenn du die Welt beherrschen willst, brauchst du immer eine starke Marine, so wie das die Briten gemacht haben. Die Deutschen waren kurz davor. Die Franzosen hätten fast eine gehabt mit Marine Le Pen. Fast, so knapp war das. Es war so, aber dann haben die ein Sponsoring von Schokoladler angenommen und dann haben die es nicht mehr geschafft. Daddy. Aber die Kunst der Weltbeherrschung besteht immer darin, dass du deine Marine fusionieren kannst. Dass du quasi alle an einer Küste hast und dann losschickst, damit du alle ausrotten kannst. So funktioniert das normalerweise. Aber du alle ausrotten kannst. Genau, aber ey, bei Russland ist faszinierend, dass die nie immer, auch schon zu Zeiten der Sowjetunion, hatten die immer das Vier-Meeres-Problem. Das heißt, wenn du deine Marine hast, haben die quasi vier quasi voneinander getrennte
Häfen, die nicht miteinander verbinden können. Das ist das Schwarze Meer, dann hast du oben dieses Baltische Meer, Baltikum, da St. Petersburg, dann unten Sevastopol, dann oben Murmansk in dem Arktischen Meer und dann noch hinten im Pazifik, da wo Vladivostok ist. Und diese vier, wenn du die miteinander verbinden willst, also angenommen, du brauchst ein Schiff, was du vom Schwarzen Meer hoch nach St. Petersburg bringen willst. Die Strecke, die du da machen musst, ist ja Hiroshima. Du musst runterschicken den ganzen Weg drumherum. Wenn du nach Murmansk willst, musst du um die ganze Welt drumherum segeln und wenn du hinten in den Pazifik willst. Das heißt, die mussten immer vier aneinander getrennte Marinen haben. Und das Schlimmste ist, seit dem Zweiten Weltkrieg haben die ja durch den Montreux-Vertrag bei den Türken, müssen die bestimmen, dass während Krieg ist, lassen die keine Kriegsschiffe mehr durch. Das heißt, das war auch einer der Indikatoren, warum die USA so genau wussten, dass Krieg passieren wird, weil die gesehen haben, wie die von Pazifik ganzen Weg drumrum, bevor der Krieg ausgebrochen hat, neue Schiffe ins Schwarze Meer gebracht haben und U-Boote und sowas. Und dann haben die USA gesagt, wenn die so einen Aufriss machen, laden die jetzt ihre Marinebatterien auf, damit sie, falls sie welche verlieren, weil sie können jetzt keine mehr nachholen. Das ist jedes Schiff, was die Russen verlieren, können die nie wieder reinholen. Das ist halt Hiroshima für die. Und die Ukraine vernichtet die ganze Zeit und das ist jetzt richtig, richtig, richtig krass, weil die haben so Boote mit Drohnen. Die haben quasi so Kamikaze-Drohnen, quasi wie diese somalischen Schiffe, aber ohne Somalier. Und damit versenken die ein Schiff nach dem anderen. Die haben bis jetzt ein Viertel verloren. Und jetzt mussten, weil die vier Stationen nicht verbunden kriegen. Richtig, die können sich verbunden und die können jetzt wegen diesem Türkei-Vertrag eh keine mehr nachholen. Das heißt, aber wäre Italien ja besser gewesen als Türkei, oder nicht? Nochmal? Da wäre Italien besser gewesen als Türkei. Warum Italien? Quattro Stazioni ist doch die Lösung in dem Fall. Kennst du es nicht, bitte für Jahreszeiten? Als Quattro Stazioni, weil du gesagt hast, sie haben vier Stationen, die man verbinden muss. Ach, heißt das auf Italienisch? Vier Jahreszeiten heißt Stazioni? Quattro Stazioni ist die vier Jahreszeiten Pizza. Ganz bekannte Pizza in Italien. Pizza Quattro Stazioni. Ach, mit diesen so, Artischocken, Salami. Quattro Stagioni, Stazioni. Vier Stationen. Heißt das wirklich so? Zeig mal. Pizza. Quattro Stagioni. Hier, Pizza Quattro Stagioni, Pizza für Jahreszeiten. Das hätten die echt lieber machen sollen, hätten die besser hinhören müssen. Wie gesagt, habe ich vom Björn Lacher kassiert hinter der Kamera. Aber du wusstest nicht, was das ist. Digga, das war eigentlich so ein guter Gag, wenn man ein bisschen nicht. Guck mal, vor allem, ich dachte, du warst jetzt in Mailand, jetzt kann ich mal einen Gag machen, der so ein bisschen auf Popkultur basiert. Du redest von Pizza und kennst Quattro Stagioni nicht. Nein, ich habe noch nie bestellt für Jahreszeiten. Pizza. Weil für Jahreszeiten hat doch Schinken drauf. Deswegen konnte ich das nie in meinem Leben bestellen. Das wird Jedi. Vor allem, welche Jahreszeit gibt es denn Schinken? Schinken gibt es eigentlich das ganze Jahr über. Frühling! Der Schinken wächst wieder! Das ist so Grünpropaganda, wenn so Ricarda Lang erwischt wird, wie sie so ganzes Schinkenmonster verschlingt und dann: Hä, du bist doch grün! Ja, das ist grün, das ist eine Grundjahreszeit, weil auf der Vierjahreszeitenpizza ist da Lasser und das. Meinst du, bei Ricarda Lang ist es wieder die Schinkenjahreszeit? Ja, bei ihr ist das ganze Jahr über Schinkenjahreszeit. Vor allem das Schinkenmonster. Du weißt schon, dass das am Schwein wächst, der Schinken, ne? Aber auch nur im Frühling. Nee, laut Ricarda Lang wächst das auf den Bäumen. Jetzt. Oder hast du gerade Ricarda Lang als Schinkenmonster bezeichnet? Wie kannst Nein, du nur? Nein, sie ist Schinkenmonster. Also sie verschlingt es. Sie ja, ist quasi wie so Pac-Man für Schinken. Das ist so Bärenmarke für Erwachsene. Schinkenmonster. Das ist wirklich legendär. Ich hab's richtig gefeiert. Wirklich, das habe ich richtig gefeiert. Und deswegen finde ich es krass, dass die echt noch versuchen, das habe ich halt Schinkenmonster. Keine Ahnung, warum ich schon. Schinkenmonster ist das Beste. So Endgegner bei. Jetzt für Vegetarier, Schinkenmozzarella. Schinkenmonster zusammen mit Spaghetti-Monster, das ist halt richtig heftig, aber wirklich nur, kann wirklich nur empfehlen, und ich war auch in Italien, dort habe ich wieder richtig krass, also Marokko hat auf jeden Fall einen neuen Vize-Champion entdeckt, weil normalerweise bei Marokkanern ist es immer so, du kannst denen bei Olivenöl nie was vormachen, aber Italien, Olivenöl, wirklich, wenn ihr eurem Herz was Gutes tun wollt, Balsamico mit Olivenöl, was im Hals kratzt. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr Olivenöl trinkt, es muss danach richtig im Hals kratzen. Also jetzt nicht weil das Sägespäne oder so sind, aber sondern diese Säure, die du brauchst, die wirklich gesund ist, ist das Ätzende. Nimmst du einen Schuss Balsamico-Essig, dann noch zusammen mit Olivenöl, was richtig im Hals kratzt, das morgens. Und wenn ihr das 2 Wochen macht, sieht ihr nach so aus wie Salib, komplett Oliv. Genau, dann läuft ihr rum, please give me credit, I need more jets. Bitte, bitte, bitte. So, was aber auch wichtig ist danach, Hydration, ne? Haben wir eben schon drüber gesprochen, ja, auch sehr, sehr wichtig. Genau, weil Zelensky klingt wirklich so, als ob er zu viel, sein Hals zu sehr kratzt. Einfach zu viel Oliven gefressen. Because I cannot talk like this. Das klingt, als ob er jede Sekunde husten muss. Kennst du es, wenn man so ein Voice-Crack hat und der schafft das einfach nicht, die arme Sau.
Deswegen, das war wirklich, das tut mir richtig, richtig leid. Tut mir auch leid. Deswegen, das wird richtig Ja, bitter. Aber weißt du, woran das liegt? In der Ukraine gibt es halt gewisse Produkte nicht, die es in der Türkei gibt, für die Mittagspause. Ja, leider, Weizen. Aber der Weizen kommt jetzt wieder raus. Das ist krass, die exportieren jetzt genauso viel Weizen wie vorher, weil diese Seeblockade haben die jetzt erfolgreich aufgeknackt. Das ist krass. Die Ukraine, herzlichen Glückwunsch, weil der Getreidedeal wurde nicht verlängert. Aber jetzt schaffen die es trotzdem zu exportieren, weil die wie Moorhuhn diese ganzen Schiffe, die es blockiert haben, versenkt haben. Das sieht man, Schiffe versenken lohnt sich. Und jetzt schaffen die es echt teilweise da, das Getreide wieder rauszubringen. Das ist krass. Das ist doch einfach schön Roundhouse eigentlich gerade. Ne? Das war eine gute Woche tatsächlich, oder? Es war wirklich eine gute Woche, gewesen. Es war richtig heftig. Wir haben Bundestag-Debatte erlebt. Wir haben tatsächlich jetzt einen neuen Sponsor mit Kinder-Schokoladler. Und sonst... Ich dachte, Kaczynski-Schokoladler. Genau, und die letzte Show diesen Monat ist, glaube ich, 31.03. in Zürich, Leute. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Da wird Iftar gemacht. Das ist so eine Ramadan-Show. 31.03. Dürfen wir zusammen essen. Berlin ist, glaube ich, ausverkauft, oder? 2.04. Ja, leider ist alles erst. Jedi. Jedi Berlin. Aber Zürich können wir auf jeden Fall kürzer vorbeischauen. Und wir pinnen wie immer, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir pinnen immer bei den Shownotes bei YouTube, bei Spotify, überall. Nicht nur Holy ist da angepinnt, unser Werbepartner, sondern Salims Tour ist da auch angepinnt. Da könnt ihr immer gucken. Und wir schieben jetzt, glaube ich, Berlin und so nochmal hinterher, oder? Ja, bist du mich doch dabei, machen wir Opening. Deswegen, der muss auf jeden Fall dabei sein und das wird richtig, richtig dufte. Und dann freuen wir uns da richtig drauf, Leute, wirklich. Lasst euch nicht von diesen Medienpropagandas. Lasst euch nicht lumpen. Seid ihr halt Lumpen an, dann könnt ihr euch lumpen lassen. Genau, wenn ihr ein offizieller Grüner seid, der im Hotel nicht einchecken kann und du dann oft draußen zu lang chillst, hast du einen Lumpen gewinnen. Deswegen, Lumpen ist auf jeden Fall, lasst euch nicht lumpen, tragt keine Lumpen. Seid ihr ein lumpenreiner Demokrat, seid ihr dann? Ein lumpenreiner Demokrat seid ihr, ganz genau. Das ist das Wichtigste. Oder sonst wie Toni Kroos einfach mal lumpen. Luppen, genau, einfach mal Luge. Und deswegen ist das ganz wichtig, Leute. Gebt uns auf jeden Fall eure Ramadan-Tipps, wie ihr gerade Ramadan überlebt. Und dann freue ich mich richtig drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Vitamin X. Over and out.